Passionierte Kinofans holen sich für ein unvergesslich schönes Heimkinoerlebnis einen leistungsstarken Beamer ins Haus. Wer großes 3D-Kino auch zu Hause erleben will, setzt dabei auf einen 3D-Beamer, der natürlich zwingend mit den passenden 3D-Brillen zu nutzen ist. Professionelle Heimkinotechnik ist in den letzten Jahren immer erschwinglicher geworden. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass Ihnen jeder Beamer am Markt auch die Bildqualität bieten kann, von der Sie als passionierter Filmfan träumen. Das erste Produkt auf unserer Liste ist BenQ TH585 DLP Projektor. Leistungsstarker Full-HD-Beamer. Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Lautsprecher. Vor allem passionierte Gamer kommen mit diesem 3D-Beamer vollends auf ihre Kosten. Immerhin soll der Gaming-Mode dafür sorgen, dass sich der Input-Lag bei der Wiedergabe mit 120 Hz auf 16 Millisekunden verringert. Dadurch sind Verzögerungen zwischen Eingaben am Controller und der entsprechenden Reaktion auf der Projektionsfläche weniger spürbar. Welchen Einfluss die in Hertz angegebene Bildwiederholungsfrequenz auf die Bildwiedergabe hat, ist hier nachzulesen. Das 100 Zoll Großbild kann sicherstellen, dass Sie jeden noch so kleinen Grashalm scharf sehen können. Neben der selbsterkennenden Bedienung trägt auch die automatische Quellenerkennung zu dem hohen Nutzerkomfort im Umgang mit diesem Heimkinobeamer aus dem Hause BenQ bei. Bei einem Eigengewicht von 2,8 Kilogramm ist dieser Beamer im mittleren Preissegment angesiedelt. Wichtige Begrifflichkeiten erklärt: Auf der Suche nach einem neuen Beamer stoßen Verbraucher auf viele erklärungsbedürftige Fachbegriffe. Was ist eine Keystone-Korrektur und was ein Schwarzwert? Die Erklärungen zu den wichtigsten Begrifflichkeiten sind hier zu finden. Das folgende Video zeigt einen Erfahrungsbericht über den Gaming-Beamer von BenQ in unter 3 Minuten. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Das zweite Produkt in unserer Liste ist ViewSonic PA503W DLP Projektor BenQ TH585 DLP Projektor. Zwei VGA-Anschlüsse. Ein HDMI-Anschluss. Ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Ein Composite-Video-Eingang. Ein Mini-USB-Anschluss. Mit 144 Hz Triple-Flash-Technologie. Die Triple-Flash-Technologie erreicht der DLP-Projektor von ViewSonic eine Bildwiederholungsrate von 144 Hz, was dem Anbieter zufolge für flimmerfreie Darstellungen sorgt. Um die Bildqualität des DLP-Projektors an die Inhalte anpassen zu können, hat er 5 Bildmodi: Standard, Hell, Präsentationen, Foto und Film. Mit der Supercolor-Technologie erzeugt der Projektor laut Anbieter ein großes Farbspektrum und erzeugt eine hohe Bildqualität bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Der Projektor hat eine energiesparende Super-Reco-Funktion, eine verbesserte Bildkorrektur und einen Kensington-Schlossanschluss zur Diebstahlsicherung. Der ViewSonic PA503W DLP-Projektor erscheint in einem größtenteils in weiß gehaltenen Design mit grauen Akzenten. Er hat Abmessungen von 29,4 x 11,0 x 21,8 cm und wiegt 2,3 kg. Der nächste Produkt ist Acer H6541 BDI 3D Beamer. Der Acer H6541 BDI 3D Beamer ist ein DLP-Projektor mit einer Leuchtkraft von 4000 Anzilumen und einer nativen Auflösung in Full HD, also 1920x1080 Pixel. Er hat ein Kontrastverhältnis von 10.000:1, einen zweifachen digitalen Zoom und bietet eine automatische, vertikale Keystone-Korrektur von minus 40 bis plus 40 Grad für laut Acer Ideal ausgerichtete Bilder. Dank Funktionen wie dem EcoPro-Modus werden die Lampen des DLP-Beamers laut Hersteller geschont und können so eine Laufzeit von bis zu 10.000 Stunden erreichen. Durch eine professionelle ISFCCC-Kalibrierung soll sich das Maximale aus den Bildern herausholen lassen. Näheres zur ISFCCC-Kalibrierung ist hier nachzulesen. Mit einem beiliegenden Wireless-Adapter lassen sich kabellose Verbindungen zu WLAN-Geräten herstellen. Mit Blue Light Shield und Fußballmodus ausgestattet,
Der Acer H6541 BDI 3D Beamer schützt die Augen aller Betrachter durch den Blue Light Shield vor unnötiger Belastung. Ein integrierter Fußballmodus für Sportevents verbessert laut Acer die Farbdarstellung und lässt das Bild klarer wirken. Der 3D-Beamer bietet nach Angaben des Herstellers durch Techniken wie Acer Color Boost 3D oder Lumisense ein Erlebnis wie im Kino. Er ist in der Lage, ein bis zu 100 Zoll großes Bild auf eine Leinwand zu projizieren. Die Installation kann flexibel vor oder hinter der Leinwand auf einem Tisch oder an der Decke in einem Abstand von 1 bis 10 Metern erfolgen. Für den passenden Sound sorgt laut Acer ein integrierter Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 3 Watt. Die Bedienung des Beamers klappt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Folgende Anschlüsse sind vorhanden: 2x HDMI mit HDCP, 1x VGA D-Sub, 1x Composite Video, 1x Audio In, 2x USB-A, 1x Audio Out. Der nächste Produkt ist BenQ TH685 DLP Projektor Acer H6541 BDI 3D Beamer. 2 HDMI-Anschlüsse, 2 VGA-Anschlüsse, 2 Audio-Anschlüsse, 1 Composite-Video-Eingang, 1 USB-Anschluss. Mit Game Modus: Für Spiele hat der DLP Projektor von BenQ einen Gaming Modus, mit dem er eine Reaktionsgeschwindigkeit von 8,3 Millisekunden und eine Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz erreicht. Der BenQ DLP Beamer hat 5 Watt Lautsprecher und erzeugt laut Anbieter mit der CinemaMaster Audio Plus 2 Technologie einen detaillierten Klang mit tiefen Bässen und klaren Stimmen. Für die Anpassung an unterschiedliche Projektionshöhen ermöglicht der Beamer eine digitale Linsenverschiebung. Keystone-Korrektur unterstützt dabei, den Projektor entsprechend einer bestmöglichen Bildqualität auszurichten. Der komplett in Weiß gehaltene BenQ TH685 hat Abmessungen von 46,0 x 34,4 x 17,9 cm und wiegt 2,8 kg. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Acer X138 WHP 3D Beamer BenQ TH685 DLP Projektor. Der Acer X138 WHP 3D Beamer liefert eine WXGA-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel und hat eine Helligkeit von 4000 Anti-Lumen bei einem Kontrastverhältnis von 20.000 zu 1. Die drei bekannten Acer-Techniken Lumisense und Color Boost 3D sollen für satte und lebendige Farben sorgen. Die ColorSafe 2-Technik kombiniert laut Acer dynamische RGB-Steuerungstechniken mit hochwertigen Projektorlampen und kann die Lebensdauer des Beamers so verlängern. Dank Acer Blue Light Shield sind die Augen aller Betrachter nach Angaben des Herstellers vor unnötigen Belastungen geschützt. Flexible Installation: Dank großer Projektionsdistanz, der Acer X138 WHP 3D Beamer kann vor oder hinter eine Leinwand auf einem Tisch oder von der Decke hängend montiert werden. Der minimale Projektionsabstand liegt bei 1,1 Metern, der maximale bei 10 Metern. Der 3D-Beamer hat eine Leistung von 240 Watt und wiegt 2,8 Kilogramm. Er wird mit einer praktischen Fernbedienung geliefert und hat einen integrierten Lautsprecher mit einer Leistung von 3 Watt. Die Abmessungen betragen 24 x 31,3 x 11,3 cm, Länge, Breite, Höhe. Als Anschlüsse stehen laut Acer ein HDMI-Slot, 1x VGA-In, ein Composite-Eingang, ein Klinkenanschluss und Ausgang für Audio, ein USB-Port des Typs A und eine RS-232-Schnittstelle zur Verfügung. Farblich ist der 3D-Beamer laut Hersteller nur in Schwarz erhältlich. Was ist der Unterschied zwischen nativer und skalierter Auflösung? Bei der Wiedergabe mit nativer Auflösung unterstützt der Beamer die Anzahl an Bildpunkten, die das Video hat. Ein Full-HD-Beamer gibt Full-HD-Inhalte wieder. Doch auch ein WGXA-Beamer kann Full-HD-Videos abspielen. Dazu wird die Auflösung skaliert, der Beamer berechnet die fehlenden Bildpunkte selbst. Die zu erwartende Bildqualität ist aber nicht ganz so hoch wie bei der Wiedergabe mit nativer Auflösung. Mehr dazu erklärt das folgende Video. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren.
Der nächste Produkt ist ViewSonic PX701 HDH 3D Beamer Acer X138 WHP 3D Beamer. Der ViewSonic PX701 HDH 3D Beamer ist ein DLP-Gerät mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, was Full HD entspricht. Somit ist der Beamer bereits für 3D Blu-rays vorbereitet. Mit einer Helligkeit von 3500 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 120.000:1 verspricht der Projektor tolle Bilder für das Heimkino. Der Hersteller hat für eine geringe Latenzzeit gesorgt, sodass der Beamer auch für Konsolen und PC-Spiele bestens geeignet sein soll. Der ViewSonic 3D Beamer ist für Leinwände mit einer Diagonale von bis zu 300 Zoll geeignet. Der Abstand zur Leinwand beträgt in diesem Fall 7,62 Meter. Bei einer 120 Zoll großen Leinwand sollte der Abstand 3,05 Meter betragen. Color Tuner, der PX701 HDH ist der Nachfolger des PX701 HD. Alle technischen Eigenschaften sind gleich. Die einzige Neuerung des Nachfolgemodells ist der Color Tuner, der es ermöglicht, aus bis zu 7 Farbprofilen für Gaming, Movie, Sport oder Standard auszuwählen. So lässt sich die Farbwiedergabe des 3D-Beamers individuell an den Inhalt anpassen. Die eingebauten Lautsprecher mit einer Leistung von 10 Watt sollen einen satten Sound produzieren. Durch horizontale und vertikale Viereckenkorrektur lässt sich der Beamer individuellen Bedürfnissen anpassen und sorgt für eine gute Sicht aus jedem Winkel. Der Beamer hat zwei HDMI-Anschlüsse, einen USB-Anschluss sowie einen VGA-Ausgang und einen VGA-Eingang. Die Lebensdauer der Lampe gibt der Hersteller mit 20.000 Stunden an. Das entspricht bei einer täglichen Nutzungsdauer von 4 Stunden 13 Jahre wartungsfreier Betrieb. Der nächste Produkt ist Acer H6800A3D Beamer. Der Acer H6800A3D Beamer hat eine Helligkeit von 3600 Lumen und eine maximale Auflösung in Ultra HD oder 3840x2160 Pixel bei einem Kontrastverhältnis von 10.000:1. Er erlaubt nach Angaben des Herstellers eine flexible Installation vor oder hinter einer Leinwand, auf einem Tisch oder an der Decke in einem Abstand von 1 bis 10 Metern. Der 3D-Beamer hat eine maximale Projektionsdistanz von 7,62 Metern und eine minimale Projektionsdistanz von 0,76 Metern. Dank einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz kann laut Acer jedes Detail in verbesserten Farben erfasst werden. Vertikale und horizontale Keystone-Korrektur. Der Acer H6800A3D-Beamer hat eine vertikale und horizontale Trapezkorrektur für ideal ausgerichtete Bilder und laut Hersteller darüber hinaus eine Viereckenkorrektur. Der 3D-Beamer ist dank eines Low-Input-Lags von nur 5 Millisekunden für Gaming-Anwendungen geeignet und hat ein kabelloses Dongle-Design. DLP 3D Ready ermöglicht es laut Acer, Inhalte von einem PC mit einer 120-Hertz-Grafikkarte, einem Blu-ray-Player oder einem stereoskopischen 3D-Player mit einer DLP-3D-Brille anzusehen. Der 3D-Beamer wiegt 3 Kilogramm. Als Bildanschlüsse stehen zwei HDMI-Ports und ein VGA-Port zur Verfügung. Weitere Anschlüsse umfassen: Audio-In, USB-Typ-A, Audio-Out, RS-232, SPDIF. Der nächste Produkt in unserer Liste ist ViewSonic PX701 HD 3D Beamer Acer H6800A3D Beamer. Der ViewSonic PX701 HD 3D Beamer ist ein DLP-Gerät mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, was der Auflösung Full HD entspricht. Somit ist der Beamer bereits für 3D Blu-rays vorbereitet. Mit einer Helligkeit von 3500 Ansi-Lumen und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 12.000:1 verspricht der Projektor tolle Bilder für das Heimkino. Der Hersteller hat nach eigener Aussage für eine geringe Latenzzeit gesorgt, sodass der Beamer auch für Konsolen und PC-Spiele bestens geeignet sein soll. Die sogenannte Super-Color-Technik sorgt laut ViewSonic für eine sehr realistische Farbwiedergabe. Für Leinwände bis 300 Zoll, der ViewSonic PX701 HD 3D Beamer ist für Leinwände mit einer Diagonale von bis zu 300 Zoll geeignet.
Der Abstand zur Leinwand beträgt in diesem Fall 7,62 Meter. Bei einer 120 Zoll großen Leinwand sollte der Abstand 3,05 Meter betragen. Der eingebaute Lautsprecher mit einer Leistung von 10 Watt soll einen satten Sound produzieren. Durch horizontale und vertikale Viereckenkorrektur lässt sich der Beamer individuellen Bedürfnissen anpassen und sorgt nach Angaben des Herstellers für eine gute Sicht aus jedem Winkel. Der Beamer hat zwei HDMI-Anschlüsse, einen USB-Anschluss sowie einen VGA-Ausgang und einen VGA-Eingang. Die Lebensdauer der Lampe gibt der Hersteller im Eco-Modus mit 20.000 Stunden an. Das entspricht bei einer täglichen Nutzungsdauer von 4 Stunden 13 Jahren wartungsfreiem Betrieb. Der Hersteller ViewSonic hat auf seinem YouTube-Kanal ein knapp 4-minütiges Video hochgeladen, in dem das Produkt ausgepackt und alle Lieferbestandteile vorgestellt werden. Das Video in englischer Sprache gibt es hier. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist Acer P55303D Beamer. Der Acer P55303D Beamer hat eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixel und eine vertikale und horizontale Keystone-Korrektur von jeweils minus 20 Grad plus 20 Grad. Er darf in einem Temperaturbereich von 0 bis 40 Grad Celsius eingesetzt werden und hat einen Lichtstrom von 4000 Lumen bei einem Kontrastverhältnis von 20.000 zu 1 und einer Leistung von 290 Watt. Der 3D-Beamer wird nach Angaben von Acer per Fernbedienung gesteuert und ist sowohl mit Windows als auch mit Mac PCS kompatibel. Als Anschlüsse stehen ein HDMI-MHL-Port mit HDCP-Unterstützung, ein weiterer HDMI-Anschluss, zwei VGA-Ports und ein Ethernet-Port zur Verfügung. Was ist eine Keystone-Korrektur? Die Keystone-Korrektur, auch bekannt als Trapezkorrektur, bezeichnet die Möglichkeit, eine trapezförmige Verzerrung eines Bildes zu minimieren oder ganz zu entfernen. Dazu wird eine künstliche Verzerrung im Bild geschaffen, die die ursprüngliche Verzerrung ausgleicht und für den Betrachter ein normales Bild erzeugt. Der 3D-Beamer hat die Lumisense-Technik von Acer, die einen Umgebungslichtsensor verwendet, um die Helligkeit in der Projektionsumgebung zu erkennen und sie und die Farbsättigung optimal daran anzupassen. Die Eco-Projection-Technik von Acer soll die Lebensdauer der Lampen erheblich erhöhen und den Stromverbrauch um bis zu 90% reduzieren. Im Lieferumfang des Beamers befinden sich laut Hersteller ein HDMI-Kabel, eine Linsenklappe, eine Infrarotfernbedienung mit Laserpointer und Batterien, eine Tragetasche und eine Bedienungsanleitung. Der Beamer wiegt 2,7 Kilogramm und ist auf Wunsch mit anderen Auflösungen wie WXGA oder VUXGA erhältlich. Der nächste Produkt ist Acer P1355 3D Beamer. Acer P55303D Beamer. Der Acer P1355W3D Beamer hat eine Helligkeit von 4000 Anzilumen und bietet eine WXGA-Auflösung von 1280x800 Pixeln. Der DLP-Beamer hat ein Kontrastverhältnis von 20.000 zu 1, die Lichtquellen kommen auf eine Leistung von 260 Watt. Er bietet zudem eine automatische Keystone-Korrektur für ideal ausgerichtete Bilder und ermöglicht eine flexible Installation vor oder hinter der Leinwand auf einem Tisch oder an der Decke in einem Abstand von 1 bis 7,8 Metern. Dank der Funktion Lumisense von Acer sollen klarere und schärfere Präsentationen möglich sein, während der sogenannte Blue Light Shield die Augenbelastung reduziert. 3D-Brille oder 3D-Abspielgerät benötigt. Für die Verwendung des Acer P1355WDLP-Beamers als 3D-Beamer werden laut Acer entweder eine 3D-Brille oder ein 3D-Abspielgerät wie ein entsprechender Blu-ray-Player oder PC benötigt. Der 3D-Beamer von Acer soll dank der Colorboost 3D-Technik naturgetreue Farben und brillante, helle Bilder liefern. Die ColorSafe 2-Technik steuert laut Hersteller derweil den dynamischen RGB-Pegel, um Farbverlusten vorzubeugen. Der Beamer hat zwei integrierte Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 10 Watt und hat folgende Anschlüsse zu bieten. Einmal HDMI 1,4A, HDCP. Einmal HDMI MHL mit HDCP. Einmal VGA In und einmal VGA Out. Einmal Composite Video RCA.
einmal Audio in und einmal Audio out, jeweils Klinke. Einmal RS-232. Einmal USB-A. Der DLP-Beamer hat Abmessungen von 22x30x10,5 cm, Länge, Breite, Höhe und wiegt 2,4 kg. Er ist ausschließlich in einem weißen Farbdesign erhältlich, jedoch mit anderen Auflösungen und in Paketen mit HDMI-Kabeln und oder einer Deckenhalterung verfügbar. Der nächste Produkt ist Acer H6523 BDX 3D Beamer Acer P1355 V3D Beamer. Der Acer H6523 BDX 3D Beamer bietet eine maximale Auflösung von 1920x1080 Pixel, also Full HD, und hat eine Helligkeit von 3500 Anti-Lumen bei einem Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1 durch die drei Techniken Lumisense. ColorBoost 3D und ColorSafe 2 werden nach Angaben des Herstellers lebensechte und lebendige Farben ermöglicht. Die Installation des 3D-Beamers kann flexibel vor oder hinter einer Leinwand auf einem Tisch oder montiert an der Decke erfolgen. Der Abstand darf zwischen 1 und 9,76 Metern betragen. Ein eigens integrierter Fußballmodus soll die Farbwirkung verstärken und das Bild klarer wirken lassen. Mit automatischer Trapezkorrektur. Der Acer H6523 BDX 3D Beamer ist nach Angaben des Herstellers mit einer automatischen, vertikalen Keystone-Korrektur ausgestattet, die es ermöglicht, vertikale Verzerrungen zu korrigieren. Das soll gerade bei Präsentationen hilfreich sein. Der 3D Beamer kann eine maximale Bildgröße von 300 Zoll projizieren und soll die Augen dank des Einsatzes der Blue Light Heal-Technik von Acer vor unnötiger Belastung schützen. Als Bildanschlüsse stehen zwei HDMI-Ports, ein VGA-Anschluss und ein Composite-Anschluss zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen USB-Port des Typs A, einen digitalen Audio-Ein- und Ausgang und eine RS-232-Schnittstelle. Der 3D-Beamer hat Abmessungen von 24x31,3x11,37 cm, Länge, Breite, Höhe und wiegt 2,9 kg. Ein integrierter Lautsprecher weist laut Acer eine Leistung von 3 Watt auf. Die Lampenlebensdauer liegt je nach Modus zwischen 5000 und 12000 Stunden. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Epson ETW-56503 LCD Projektor Acer H6523 BDX 3 ETW-56503 LCD Projektor Acer H6523 BDX 3D Beamer. Der nächste Produkt ist Epson ETW-6003D Heimkino 3 LCD Projektor. Der nächste Produkt ist Epson ETW-6003D Heimkino 3 LCD Projektor. Der nächste Produkt ist Acer X152H 3D Full HD DLP Projektor. Der nächste Produkt ist Acer X152H 3D Full HD DLP Projektor. Der nächste Produkt in unserer Liste ist BenQ TW529 DLP Projektor. Der nächste Produkt in unserer Liste ist BenQ TW529 DLP Projektor. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Acer H5382BD DLP Projektor. Gleich 3300 Lumen sind Ihnen bei dem lichtstarken Acer H5382BD DLP Projektor sicher. Auch die Auflösung von 1280x720 Pixeln ist einer der erklärten Vorteile dieses Einsteigermodells. Dank der HDMI 1.4 Technologie werden alle gängigen 3D Blu-ray Player von diesem Projektor fürs Heimkino unterstützt. Auch der sehr hohe Kontrast von immerhin 20.000 zu 1 wird Ihnen mit Sicherheit zusagen. Wenn Sie sich selbst bei hellem Tageslicht ein gestochen scharfes, lichtstarkes, helles Bild in 2D oder 3D wünschen, könnte Ihre Wahl auf diesen Beamer fallen. Neben den HDMI-MHL-Anschlüssen können Sie optional verschiedene Adapter nutzen oder sich für die kabellose Übertragung von den verschiedensten Quellgeräten entscheiden. Auch beim Acer H5382BD DLP 3D Beamer kann für eine ruckelfreie Bildqualität in 3D gesorgt werden. Dies ist dank der Triple Flash-Technologie mit 144 Hz sichergestellt.
Außerdem ist ein Ambient-Light-Sensor vorhanden. Somit kann die Helligkeit in der unmittelbaren Umgebung des Beamers automatisch erkannt werden, damit das Bild entsprechend angepasst werden kann. Auch die Acer Colorboost 3D-Technologie hat sich bewährt. Der spezielle DLP-Chipsatz kann somit dazu beitragen, dass die Projektion mit absolut naturgetreuen Farben einhergeht, und zwar sowohl in 2D als auch in 3D sowie über die komplette Lebensdauer dieses Geräts hinweg. Die AC Power-On-Funktion ist ebenfalls von Vorteil. Wenn Sie diesen Projektor auch in Ihrem Meetingraum verwenden wollen, lässt sich der Beamer vollautomatisch starten, sobald er mit Strom versorgt wird. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist Epson ETW74003D-Beamer. Der nächste Produkt ist Epson ETW74003D-Beamer. Der nächste Produkt ist Acer H6517-UP-DLP-Projektor. Der nächste Produkt ist Acer H6517-UP-DLP-Projektor. Der nächste Produkt ist Tumai V5-LED-Beamer. Der Tumai LED-Beamer kann sich mit gleich 3800 Lumen im Vergleich zur direkten Konkurrenz klar durchsetzen. Die Bildauflösung beläuft sich auf gute 1280x800 Pixel. Bei einem Abstand von 0,75 bis zu 7,5 Metern kann somit ein klares Bild erzeugt werden. Die Trapezkorrektur ist außerdem von Vorteil, da sich der Beamer somit problemlos an der Decke montieren lässt, ohne dass es bei der Bilddrehung zu Problemen kommt. Die zwei eingebauten 5-Watt-Lautsprecher sorgen für einen guten Sound. Auch die Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität gehören zu den handfesten Vorteilen. Über den USB-Anschluss können die auf dem USB-Medium hinterlegten Daten direkt gelesen werden. Auch eine PC-Maus und ein Keyboard lassen sich somit kinderleicht mit dem Tumai LED-Beamer verbinden. Nur auf Englisch und Chinesisch, wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, sollte besser Abstand von diesem Beamer nehmen. Schließlich wird die Beamer-Oberfläche nur auf Englisch und Chinesisch, nicht jedoch auf Deutsch angeboten, sodass es beim Einrichten des Beamers im Fall von mangelnden Sprachkenntnissen entsprechend zu Problemen kommen kann. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist EXO X2095M3D-Beamer. Der nächste Produkt ist EXO X2095M3D-Beamer. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.